Das ist der Skystar Talon X110, ein 2,5 Zoll FPV-Racer mit F4-Flugkontrolle, 8000 kV-Motoren, die von 15 Ampere Benelli S SCs angetrieben werden. Dank Betafly 4.1 und aktiven RPM-Filter fliegt der X110 butterweich. Hier habe ich einfach die Jazz Mavic Firmware auf die SCs aufgespielt. Und so kann ich nun RPM-Filter und den Betafly mit den alten Benelli S SCs nutzen. Mit der bidirektionalen D-Shot-Firmware liefert der SC von dem Motor deren Drehzahl, die bei der RPM-Filterung und der Betafly ihr Motor berücksichtigt wird, und so bekomme ich die besten und minimalsten Filterung für den Flugkontrolle. Ich habe hier kein Zittern mehr in den Kurven, kein Washout, da nur noch an der richtigen Stelle die Vibrationen der Motoren gefiltert werden, ist die Steuerung der Drohne fast ohne eine messbare Signalverzögerung. Der Talon wird mit 2S und 3S Akkus geflogen. Vorne sitzt die gute Runcam Nano 2 Kamera. Die 1103 8000 kV Motoren sind perfekt für 2S. Der Akku kann mit einer TPU-Halterung in Rot unten angeschraubt werden. Die Halterung gibt es für alle Akkus, 2S, 3S und einzelne 1S Akkus, die in der Reihe geschaltet werden. Ich bevorzuge aber lieber den Akkugurt. Im Lieferumfang sind eben die Akkuhalterungen, der Quad und zwei Sätze 65 mm Propeller. Nun zeige ich, wie man RPM-Filter bei dem Talon aktiviert, was ja für andere Quads genauso funktioniert, die noch die alte Benelli S SCs haben. Zuerst brauche ich den Benelli Konfigurator, mit dem ich die Firmware auf die SCs aufspielen kann. Hierzu lade ich mir das Programm runter und starte es. Nehme die Propeller ab und schließe den Talon an USB-Kabel und stecke den Akku rein. Jetzt kann ich mich verbinden mit den SCs. Hier sehe ich, dass ich OH10 SCs habe. Eine bidirektionale D-Shot-Firmware für die SCs muss ich jetzt manuell laden. Alle Informationen zu der RPM-Filterung findet man auf der Betafly-Seite. Um RPM-Filterung bei den Benelli S SCs nutzen zu können, braucht man JESC-Firmware, die sehr gut ist, aber etwas Geld kostet. Oder die JustMac-Firmware, die ich verwende und man die kostenlos laden kann. Auf dem GitHub von JustMavic gibt es aktuell den Zweig 1678A, wo sich die letzte Firmware befindet. Unter Benelli S sind die kompilierten Hex-Dateien. Ich nehme hier die neueste Version 1678. Es gibt zwei Typen von ESCs mit H und L. Hier findet man die L-Version, aber ich benötige die H-Firmware. Die 48 kHz-Version liefert bei Mikroquads mehr Flugzeit und weichere Ansteuerung der Motoren. Ich wähle jetzt die OH10-Firmware für mein Talon aus. Zeige mir die RAW-Ansicht und speichere es auf dem Desktop als Hex-Datei ab. Bei Benelli Konfigurator drücke ich auf Flash All. Wähle die OH10-Firmware manuell aus und starte das Flashen. Danach sind alle vier ESCs mit der 1678-Version, die bidirektional D-Shot unterstützt, geflasht. Unter Betafly sichere ich mir alle alten Einstellungen mit dem Befehl diff all. Kopiere den Inhalt in eine Textdatei. Anschließend lade ich die letzte Betafly 4.1.1 Firmware für mein FC, hier Omnibus F4SD, und schreibe ich diese auf den FC. Nach einer Minute ist der FC mit der neuen Firmware geflasht. Jetzt muss ich alle Grundeinstellungen wieder zurück auf den FC schreiben. Hier sollte man alle PID- und Filtereinstellungen weglassen, vor allem wenn man von einer alten Betafly 3 oder 4.0 kommt. Ich übernehme die serielle Porteinstellungen, die Modes für Motor, An-Aus, Flugmodi und die Grundkonfiguration von FC mit den OSD-Einstellungen. Nach dem Neustart kalibriere ich den Beschleunigungssensor. Der Quad sollte hier auf einer waagerechten Fläche liegen. Unter Konfiguration aktiviere ich bidirektionales D-Shot, stelle die Anzahl der Magneten von den verwendeten Motor auf 9 ein
setze PID-Frequenz auf 8K, wenn das der F4-FC schafft, sonst 4K. Der Winkel zum Armen auf 180 Grad. Modellname, seriellen Empfänger mit Spektrum 2048, da ich hier einen DSMX-Empfänger nutze. M-Mode, Anti-Gravity, Dynamic-Filter bleiben an. Aktiviere den Shot-Ton zum Piepen. Schalte unnötige Piepsen-Einstellungen aus und speichere alles. Unter Batterie bleibt alles unverändert. Die PID-Einstellungen überspringe ich zuerst. Bei dem Empfänger stelle ich die Kanalreihenfolge auf Spektrum um. Niedriger Stickwert auf 1010 und maximale auf 1990. Stecke den Akku rein und prüfe, ob die Stickwerte von 1000 bis 2000 verlaufen. Hier sehe ich, dass der Startwert 1156 und maximal 1843 sind. Also müssen die Werte für die vier Kanäle eingestellt werden. Das macht man mit dem Befehl RX Range. Die Standardwerte sind 1000 bis 2000. Diese Werte überschreibe ich mit meinen Werten für die vier Kanäle, gebe die Werte in der CLI ein und speichere alles. Danach sind meine Stickwerte mit 1000 bis 2000 korrekt. Bei den anderen Kanälen für die Schalte muss nichts geändert werden. Unter Modi ist der Motor An- und Ausschalter vorhanden. Hier füge ich einen Schalter für die Flugmodis ein und einen Schalter für den Piepser. Teste anschließend meine Schalter, ob diese angehen. Nun zu den Motoren. Hier sehe ich bereits, dass bidirektionale D-Shot aktiv ist. Aktiviere ich die Motoren und gebe Gas, so sehe ich die Drehzahl je Motor. Hier stelle ich fest, dass die Fehlerrate zu hoch ist, also 0,1 überschreitet. Also setze ich D-Shot 600 auf das langsamere D-Shot 300 Protokoll um. Nun habe ich gar keine Fehler mehr, was ja optimal ist. Also laufen die SCs hier am besten mit D-Shot 300. Unter OSD muss ich die Schriftart erneut in den FC laden. Sonst sehe ich in der FPV-Brille die OSD-Anzeige mit kryptischen Zeichen. Unter OSD kann ich die RSSI-Signalqualität ausblenden, da mein DSMX-Empfänger es nicht unterstützt. Jetzt fehlt mir die VTX-Tabelle, die ab Betafly 4.1 benötigt wird. Der VTX von Talon hat 0 bis 100 Sendeleistung mit 5 Bändern. Die VTX-Tabelle trage ich so in Betafly CLI ein. Anschließend kann ich meine Standardfrequenz unter Videosender einstellen, wie hier Fatshark Kanal 1 mit 25 mW. Bei der PID-Einstellung gehe ich zuerst auf den Reiter Filtereinstellungen und erhöhe dort den Gyro- und D-Term-Filter auf 1,3. Ich deaktiviere den Gyro Low-Pass 2-Filter. Jetzt sollte man eine Runde fliegen und die Motoren testen, ob diese nicht zu heiß werden. Bleiben die Motoren kühl, kann man den Gyro Low-Pass 1-Filter deaktivieren. Ach, und die Cut-Off-Frequenz wieder abschalten. Jetzt speichern und wieder fliegen und die Motoren testen. Werden die Motoren zu heiß, sollte man den Filter wieder einschalten. Bei den PID-Einstellungen stelle ich die Stick-Empfindlichkeit etwas höher, da ich etwas bessere Kontrolle beim Fliegen von dem Quad haben möchte. Feed-Forward-Wert sollte über 100 sein. Um den Washout noch zu verbessern, kann man den D-Wert von 35 auf ca. 42 bis 46 erhöhen. Dabei sollten die P-Werte sich nicht verändern. Also muss ich später den P-Wert wieder auf ca. 40 einstellen. Jetzt sollte der Quad noch besser fliegen. Nun bin ich fertig und kann wieder mit diff all alles in einer Textdatei sichern. Guten Flug!